Hallo und herzlich willkommen zu Ark. Kein Let's Play in dem Sinne. Ich will euch das Spiel eher ein bisschen vorstellen. Ich habe mich jetzt ein bisschen reingespielt und ihr seht da hinten am Horizont schon, es handelt sich um ein Dinosaurierspiel im weitesten Sinne, was ich schon sehr, 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 sehr cool finde als großer Dinosaurier-Fan. Aber man kann diese Dinosaurier nicht nur angucken, sondern man kann auch mit ihnen interagieren, beispielsweise gegen sie kämpfen oder sie zähmen. Und hier ist zum Beispiel mein zahmer Triceratops. Leider habe ich keinen Sattel, denn sonst könnte ich sogar auf dem rumreiten und so. Aber ich kann ihn als Begleiter mitnehmen und das ist ja auch schon was wert. Außerdem, ich habe da hinten vorher so einen, da läuft irgend so ein riesiger Räuber rum. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Naja, außerdem habe ich hier drin in meiner Hütte, neben einem kleinen Bett, drei Dodos, die sich eigentlich fortpflanzen sollten. Ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Ich muss Wanda activaten. Dann dürfen die sich zueinander bewegen und dann macht mal Dodos. So, was machen wir jetzt? Was zeige ich euch jetzt? Also, jetzt passt mal auf. Im Grunde hat man hier seinen Charakter. Und hier hat man sein Inventar. Man sammelt Rohstoffe und Essen. Man muss auch wirklich essen und sowas. Man kann Fleisch oder auch Beeren essen. Und unter Herstellen hat man seine Rezepte. Diese Rezepte zeigen einem an, was man momentan bauen kann und was nicht. Und neue Rezepte kriegt man beim Hochleveln. Dafür muss man Engramm-Punkte ausgeben. Die kriegt man mit jedem Level ab. Und dadurch kann man neue Rezepte lernen, um neue Sachen zu bauen. Zum Beispiel seine Hütte größer zu machen oder umzuwandeln von Stroh auf Holz und so weiter und so fort. Und mächtigere Waffen zu craften, damit man mächtigere Dinos zähmen kann. Also der war für mich eigentlich schon zu krass. Ich habe den, das war echt, wow, dass ich den zähmen konnte. Das war eine ganz schöne Arbeit. So, es gibt außerdem anscheinend Dungeons zu erkunden, Endboss-Monster und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir mal zu diesem, ich weiß nicht, was das ist, ein Diplodocus, ein Brachio? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal hin, weil der ist groß und groß ist gut. Und überall sind Dodos. Dodos sind auch gut. Die legen Eier und sind köstlich. Man kann die halt wirklich züchten und so weiter. Ich bin halt auch noch ganz früh am Anfang, aber ich wollte euch das Spiel jetzt mal zeigen. Das gibt es ja schon seit 2015 eigentlich für PC. Da hat es auf Steam ziemlich eingeschlagen im Grunde. Bei Greenlight, wenn mich nicht alles täuscht, wurde das quasi aufgenommen und ist dann ziemlich durchgestartet. Und seitdem wird an dem Spiel intensiv gebastelt. Das kam dann auch kurze Zeit später auf die Xbox. Und jetzt endlich erst ist es auch auf der PS4 gelandet. Und theoretisch könnte man auch dieses Monster hier, diesen Brontosaurus, zähmen und ihn satteln und auf ihm durch die Gegend reiten. Und ich habe jetzt hier eine Singleplayer-Map. Ich spiele also allein. Man kann das auch Splitscreen zu zweit spielen. Aber es ist natürlich auch ein Online-Spiel. Und wenn ihr dieses Spiel habt oder haben wollt, und ich weiß, dass einige von euch das Spiel sich gleich geholt haben für die PS4, dann würde ich mit euch zusammen sehr gerne einen Server einnehmen, mehr oder weniger. Auf einem Server uns ansiedeln, da machen wir unseren eigenen Clan, den Landsquid Clan oder sowas, was weiß denn ich, also Stamm im Grunde, und dann zähmen wir die mächtigsten Dinosaurier und machen ein Urzeit-Super-Königreich. Das fände ich ziemlich cool, also ich hätte voll Bock drauf. Wir müssen dann noch ein bisschen rumtüfteln und rausfinden, wie das alles funktioniert, aber grundsätzlich wäre das schon ziemlich cool. Und das Beste ist, dass das Spiel in naher Zukunft, wahrscheinlich noch diesen Monat, also ich nehme das im Dezember auf, nur zur Info, kriegt es noch einige Patches, also das ist noch nicht fertig. Das wird, soweit ich gelesen habe, ist der offizielle Release-Termin von diesem Spiel, also da geht es dann in die Versionsnummer 1.0 über, erst für Anfang nächstes Jahr gesetzt. Also da wird noch viel gebastelt, aber es ist nicht das schönste Spiel, ja, muss man schon sagen. Ich finde, die Kreaturen sehen sehr schön aus. Die Umgebung, boah, naja, okay, auf jeden Fall,
ist das eigentlich ein echt cooles Spiel, glaube ich. Und ich hätte auf jeden Fall wirklich Bock drauf. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann machen wir mit. Und jetzt spielen wir einfach mal noch ein bisschen, oder? Ich jage jetzt mal ein paar Dodos. Oh, das ist schmerzhaft. Tut mir leid. Ich dachte, du stirbst auf einen Wurf. Okay, jetzt haben wir ihn getötet. Und jetzt ernten wir rohes Fleisch. Denn dieses rohe Fleisch brauche ich, denn ich habe vor, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe vor, so einen kleinen Raubsaurier zu zähmen, damit ich quasi so einen kleinen Kampfhund-Saurier dabei habe immer. Und dafür brauche ich sehr viel rohes Fleisch. Das wird aber auch schlecht. Das ist eigentlich ganz cool. Alles, was man sammelt, also nicht alles, aber Fleisch, so genauso wie Bären, werden schlecht, werden dann zu verdorbenem Fleisch und verschwinden dann ganz aus dem Inventar nach und nach. Oh nein, wenn ich jetzt nicht gleich was esse, dann ist mein Fleisch weg. Ich habe hier extra Fleisch gegrillt, nämlich schon. Tja, jetzt ist eins davon verdorben. Und alle 10 Minuten wird eins davon schlecht und alle weiteren 10 Minuten verschwindet dann das verdorbene Fleisch. Ich weiß nicht, das verdorbene Fleisch kann man offensichtlich auch für irgendwas benutzen. Aber der ist schon echt groß, oder? Und es gibt eben sehr, sehr, sehr viele verschiedene Urzeittiere, die man zum Teil zähmen kann, zum Teil aber auch nicht. Alles sehr cool. Lädt zum Erkunden ein. Aber man hat auch immer, also ich habe auch immer ein bisschen Angst vor Raubtieren. Ein heftiger Räuber kann halt gleich mal schnell stundenlang Fortschritt zunichte machen. Wir sehen auch hier im Wasser einige Grafikfehler und sowas. Also da muss schon noch, wird auch noch viel gepatcht. Da hinten steigt Rauch auf. So, aber ich habe hier vorher so einen kleinen Raubsaurier gesehen. So einen ganz kleinen, hüfthoch. Aber schon gefährlich auch. Den würde ich gern betäuben, ehrlich gesagt. Bevor mein Fleisch verdirbt. Dodo, hast du hier zufällig einen Raubsaurier gesehen? Scheint nicht so. Ich könnte auch zum Beispiel jetzt meine gezähmten Tiere mitnehmen auf die Jagd. Das Problem ist nur, dass die den Angreifer dann ziemlich schnell töten würden. Und ich will den eigentlich eben nicht töten, sondern zähmen. Deswegen habe ich die jetzt daheim gelassen. Weil ich will ihn nur bewusstlos schlagen. Was super viel schwerer ist, als ihn zu töten. Zumindest mit meinen Waffen bis jetzt. Weil meine einzige Betäubungswaffe ist diese Keule hier. Einfach so lange mit dem Knüppel auf den Kopf hauen, bis er nicht mehr aufsteht. Das ist meine Taktik bis jetzt. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Da hinten ist einer. Oh, das sieht aber ein bisschen groß aus. Ich glaube, das ist eher ein Raptor oder sowas. Ich glaube, da gehe ich nicht hin. Du-du-du. Man startet eben. Auf den, also es gibt drei Maps bis jetzt. Es kommen noch prozedural generierte Maps, was ich auch sehr cool finde. Aber auf den drei Maps, die es bis jetzt gibt, startet man in der Regel am Strand, also zumindest auf zwei davon. Oh, oh, Level up! Juhu! Wo kommt das denn her? Naja, cool. Man kriegt auch fürs Rumlaufen einfach anscheinend ein bisschen XP. Na gut, was wollte ich sagen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie Zähmen theoretisch funktioniert. Also, ich hau den jetzt mit meinem Knüppel ein bisschen. So. Und jetzt ist er bewusstlos, nicht tot. Jetzt kann ich sein Inventar öffnen. Und jetzt schiebe ich ihm Bären rein. Ich weiß, man muss rausfinden, welche Bären die Kerle besonders gerne mögen. Ich glaube, Dodos mögen die gelben am allerliebsten. Habe ich rausgefunden. Und damit er länger betäubt bleibt, kann man ihm Narkobären füttern. Die frisst er allerdings nicht selbstständig. Die muss man ihm erzwingen quasi. Kann man unten auf Knopfdruck machen. Ich schiebe ihm jetzt auch mal andere Bären ins Inventar. Die mag er, glaube ich, nicht so gern. Dann wird er langsamer gezähmt, aber ich habe jetzt gerade keine anderen. So, und jetzt liegt er hier und jetzt dauert's. Unten steigt mit jedem Mal, dass der was isst, der Zähmbalken, aber gleichzeitig sinkt der Bewusstlosbalken. Das heißt, man muss da immer gucken, dass er betäubt genug ist, dass er genug Bären zu essen hat und so weiter. Und je größer der Dinosaurier, desto schwieriger ist es. Und die ganz großen sind halt dann wirklich schon so Mammutprojekte, wo man wirklich mit mehreren Spielern als Stamm zusammenarbeiten sollte, um die Kreaturen zu bändigen. Ist schon ziemlich cool.
ist schon echt ganz cool, glaube ich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und man kann dann auch zum Beispiel fliegende oder wasserbewohnende Kreaturen zähmen und sich Atemgeräte bauen. Das ist überhaupt auch cool, weil technologisch startet man wirklich so in der Urzeit, mehr oder weniger, wenn man so will. Also man wacht halt auf in dieser Ark und weiß überhaupt nicht, was los ist. Und hat so ein komisches Ding in seinem Arm und will dann im Grunde rausfinden, was los ist und überleben. Naja, und im Grunde sammelt man eben erstmal Bären und Stöcke und Steine und baut sich primitive Waffen und am Ende reitet man dann auf seinem T-Rex mit einem Maschinengewehr in der Hand. So ungefähr funktioniert das Spiel. So, wo habe ich jetzt meinen betäubten Dodo? Den sollten wir jetzt wiederfinden. Weil wenn ich den nicht wiederfinde, können wir den nicht zähmen. Aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wo der lag. Ah ja, da lag er. Perfekt. So, wir sehen schon, er ist fast nicht mehr bewusstlos und bei weitem noch nicht gezähmt. Jetzt hau ich ihn nochmal mit dem Knüppel, damit er ein bisschen bewusstloser wird. Dabei muss man aber die Lebensenergie, dieses Kreuz im Auge behalten. Denn sonst erschlägt man ihn versehentlich. Und das wäre ja auch nichts. Wir wollen den hier jetzt zähmen. Deswegen schiebe ich ihm jetzt mal die ganzen Bären nochmal rein. Und zwinge ihm nochmal die Narkosebären hier zu essen. Dudum. So, der ist Level 22, deswegen dauert es jetzt auch bei dem relativ lang, den zu zähmen. Aber wir können eigentlich mal schnell hochleveln. Seht ihr das auch? Weil erstens können wir uns natürlich einen Skillpunkt hier aussuchen. Also mehr Gesundheit, mehr Nahrung, damit wir länger ohne Nahrung auskommen. Das gleiche mit Wasser und so weiter und so fort. Ich gehe auf Nahkampfstärke ganz gerne. Und jetzt haben wir 13 Engrampunkte, die wir in neue Technologien, in neue Blueprints, stecken können. Außerdem sind wir anscheinend, welches Level? Nee, noch nicht 15. Na gut, okay. Weil ab 15 könnten wir uns Lederrüstungen machen. So, was wir jetzt hier machen könnten. Okay, Sättel. Aber ich habe keinen von denen, leider. Ich weiß auch nicht, die Kriegstrommeln und so, da kenne ich mich nicht aus. Da kenne ich mich nicht aus. Eine Wickelschleuder. Kleine Beete, um Sachen anzupflanzen. Aber man muss sich echt entscheiden. Es ist echt irgendwie schwer. Eine Kochstelle, das wäre auch ziemlich cool. Da kann man verschiedene Zutaten reinwerfen und dann werden irgendwelche Gerichte draus. Oder auch Farben, damit man mit dem Pinsel Sachen anmalen kann. Aber es geht halt noch so viel anderes Zeug. Käfige. Eigentlich würde ich gern Zäune bauen können. Holzgeländer. Okay, dafür muss ich erst. Stühle, Möbel, hurra! Finde ich gut, dass es sowas gibt. Holzfundament. Da könnte ich eine Holzhütte aus meiner Strohhütte machen. Ach, das ist so schwierig. Steinschleuder wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich brauche mal die Axt. Die habe ich am Anfang irgendwie übersehen. Huttechnologie brauche ich auch. Und die restlichen spare ich mir jetzt erstmal. So, jetzt schaue ich nochmal kurz zu unserem betäubten Vogel da unten. Na, wie geht's? Oh, der ist kurz vorm Aufwachen. Und der hat nicht mehr viel Lebensenergie. Ein Schlag geht noch. Meine Keule ist zerbrochen. Na gut, dann sammeln wir noch ein paar Beeren für unseren Dodo, für unseren Level 22 Dodo, damit wir den dann betäuben können. Also damit wir den zähmen können, meine ich. Betäubt ist er ja jetzt. Aber wir brauchen auch ein paar Narkobären. Denn sonst wacht uns der auf. Und dann war der ganze Fortschritt umsonst. Und noch dazu klaut er die ganzen Bären, die wir ihm ins Inventar gelegt haben. Und man muss da auch so ein bisschen rumexperimentieren, welche Pflanzen, Bären, Nahrungsmittel die betäubten Tiere am liebsten mögen, weil umso schneller steigt dann auch der Balken. Aber dafür gibt es auch Wikis, wenn man nachschauen will. Insofern. Ja. So, ich bin hier nur die ganze Zeit am Bären sammeln, aber man kann natürlich auch Werkzeuge benutzen, um Bäume zu fällen
und Steine abzutragen und sowas in der Art. Ich war bis jetzt ehrlich gesagt, ich bin noch nicht viel rumgekommen. Ich war immer nur in diesem Strandgebiet hier, weil erstens die Steilklippe einem hier so ein bisschen eindämmt und zweitens, sobald ich in den Dschungel gehe, kommt irgendwas sehr Großes, sehr Hungriges und ich bin tot. Deswegen halte ich mich meistens noch so ein bisschen fern. Oh nee, bist du jetzt aufgewacht? Warte mal, der gehört jetzt uns. Na dann. Cool, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und jetzt können wir ihm zum Beispiel sagen, hey, follow. Und jetzt müsste er eigentlich mitkommen. Ah, ich schalte ihm noch die Distanz. Wohl, eigentlich müsste Mittel passen. Joa. Wartet mal, niedrigste. Jetzt müsste er ganz nah an mir dranbleiben. Genau, unser eigener kleiner zahmer Dodo. Man kann den auch benennen, natürlich. Wenn man will. Zum Beispiel, Rubus. Tus. Robustus ist doch ein toller Name. Robustus der Dodo. So. Mit dem können wir jetzt Gassi gehen. Der kämpft auch für uns und so weiter. Er ist halt nicht sehr effektiv und er macht laute, komische Geräusche. Aber immerhin ist er unser Dodo. Aber wie gesagt, mir ist es schon mal passiert. Ich hatte schon mal ein paar coole Dinosaurier und dann kam ein fetter Raptor. Nicht Raptor, ein fetter Raubsaurier. Ich weiß nicht genau, was es war. Kein T-Rex, aber etwas Ähnliches wie ein T-Rex. Und der hat halt einfach mal alle sofort weggemampft. Das war ziemlich schmerzhaft. So, machen wir mal die Tür zu. Hey, habt ihr hier schon Eier gelegt? Oder war doch gerade noch ein Ei, oder? Jetzt ist es verschwunden. Ach so, das ist kein Ei, das ist Kot. Ja, den kann man als Dünger benutzen oder so. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber hey. Aber ihr wart doch schon so viel am Rumturteln, oder? Da, ihr turtelt doch schon wieder. Warum legt ihr denn keine befruchteten Eier? Das wäre doch mal cool. Naja, gib mal bitte weg hier. Man kann natürlich auch Ställe bauen später und sowas. Ich habe halt nur diese Hütte hier, sonst nix. Stimmt's? Triceratops, mein Riesen-Triceratops. Leider kann man erst ziemlich spät Sattel für das Ding bauen. Ich bin noch nie auf einem Dinosaurier geritten. Ich will aber. Naja, das kommt schon noch. So, wisst ihr was? Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt packe ich noch schnell Sachen hier in die Kiste, die wir vielleicht noch brauchen oder so. Wobei, was brauchen wir denn noch? Im Grunde weiß ich es auch nicht. Im Grunde hätte ich gesagt, wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Dschungel. Aber wir sind halt sofort tot, wenn ich in den Dschungel gehe. Und dann verliere ich alles, was ich jetzt habe. Deswegen gehe ich sehr vorsichtig in den Dschungel. Und wir suchen coole Tiere, aber sobald ich die gefunden habe, laufen wir schnell weg von denen. Das wäre jetzt so der Plan. Aber jetzt schaue ich mal, hier ist das noch ein Triceratops. Ja, ist einer. Die sind zum Glück harmlos. Also, Pflanzenfresser sind nicht aggressiv. Aber ich würde mich jetzt echt nicht mal mit einem Level 4 von denen anlegen, momentan. Traue ich mich nicht. Oh, was haben wir denn da hinten? Ein Stego, glaube ich. Ach, schön. Ich war als Kind total Dinosaurier verrückt. Ich kann mich noch an manche Namen erinnern, aber bei weitem nicht mehr an so viele wie früher. Als ich das letzte Mal hier war, waren hier unglaublich viel Parasaurolopen. Aber jetzt ist hier irgendwie kein einziger, nur noch Dodos überall. Schade, ich hätte gehofft, wir finden hier noch irgendwas Cooles. Ich will jetzt auch nicht unnötig sprinten, weil das Sprinten will ich mir fürs Weglaufen aufheben, was wir sicher machen werden müssen. Stimmt's? Guck mal, da unten ist so ein kleiner Raubsaurier. So einen hätte ich vorher gern gehabt, eigentlich. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor dem. Den darf man nicht unterschätzen. Vor allem, weil der Gift spucken kann. Ja, schon passiert.
Er will fliehen. Jawohl, ich habe ihn tatsächlich K.O. geschlagen. Jetzt müssen wir ihm wahrscheinlich Fleisch ins Inventar legen. Ich habe noch nie einen Fleischfresser gezähmt. Also hier, rohes Fleisch. Du magst doch rohes Fleisch, oder? Mag der kein rohes Fleisch? Doch, da steht zähmen. Wenn da zähmen steht, dann glaube ich, funktioniert es theoretisch. Aber er isst nichts. Ist doch was. Ich zwinge ihn mal dazu. So. Und? Tja, ich weiß jetzt auch nicht. Muss ich dem auch Beeren geben etwa? Ich könnte mir auch mal Zeug reinlegen, aber irgendwie finde ich, ist das ein Fleischfresser. Willst du vielleicht gebratenes Fleisch? Kannst du auch haben. Nimm, was du willst. Hauptsache, du isst es und wirst gezähmt. Komm schon. Zähmosaurus. Hey, ich könnte mir eigentlich mal schnell eine Mütze craften, während wir hier warten. Nom, nom, nom. Jetzt hat er irgendwas gegessen. Ich habe nicht aufgepasst, was. Aber er hat was gegessen, immerhin. So, ich habe mir einen Hut gecraftet. Den werde ich jetzt auch gleich mal aufsetzen. So, da müssen wir erst aus dem Menü raus. Ah ja, der wird schon gezähmt. Dauert ein bisschen, aber es wird schon. Also, ein Stoffhut aufsetzen und den Safari-Hut-Skin draufpacken. Und schon haben wir einen schönen Safari-Hut auf. So, wir müssen den jetzt auch ein bisschen bewachen. Nicht, dass andere Räuber kommen und uns den wegschnappen. Naja. Das dauert. Ja, eben, wie gesagt, das dauert bei manchen Dinos sogar extrem lange. Ich kann jetzt mal ein paar Beeren sammeln. Ah, da oben ist ein Parasaurolophus. Zumindest glaube ich, dass die so heißen. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so ganz genau an die ganzen Namen erinnern, aber ich glaube schon. Ich habe auf der letzten E3, glaube ich, wurden Videos von dem Spiel gezeigt. Und da wurde wohl relativ gigantischer Dinosaurier eingeführt. Also so ein langhälsiger Riesendinosaurier. Megalodon oder so, ich weiß es nicht. Ist es nicht Fleischfresser? Auf jeden Fall ist der wirklich so ein Clan-Projekt. Den muss man dann mit größeren Gruppen überfallen. Und das dauert ewig, bis der gezähmt ist. Und dann kann man eine richtige Festung auf seinem Rücken bauen. Da hat man dann wirklich so wie so eine mittelalterliche kleine Burg mit Kanonen und sowas. Ist schon sehr cool. Sah schon echt beeindruckend aus, als dann dieser ganze Clan mit seinem gezähmten Riesendino mit der Riesenfestung durch die Gegend marschiert ist. Genau, es gibt übrigens PvP, genauso wie PvE-Server, das heißt sowohl Server, in denen man gegen andere Menschen spielt, als auch Server, wo es keinen Friendly Fire gibt, also wo man andere Menschen nichts tun kann. Ihr könnt eure Türen abschließen und das solltet ihr auch tun, weil geklaut werden kann trotzdem, aber ansonsten kann euch auf solchen Servern dann eigentlich nichts passieren. So, ich habe keinen Effektivitätsbonus mehr, das heißt irgendwas mag der etwa kein Fleisch? Ich verstehe es nicht. Vielleicht mag er lieber gebratenes Fleisch als rohes. Versuchen wir es mal. Magst du gebratenes Fleisch? Und iss mal noch ein paar Narkobären, komm. Nom nom nom. Reinmampfen. So, ich lege ihm die anderen Bären auch mal rein. Er kann auch verdorbenes Fleisch haben, wenn er will. Aber ich weiß nicht, ob er das will. Ich zwinge ihn mal eins zu essen. Dann schauen wir, ob er sofort stirbt dran oder... Ha. Es hat, glaube ich, ein bisschen ihn gezähmt. Naja. Da wird noch. Und was das da für Dinger sind, weiß ich noch nicht. Das sieht zwar nah aus, aber das ist nicht so nah. Und auf dem Weg dahin bin ich schon mehrmals gestorben. Deswegen bin ich nicht so scharf drauf, dahin zu gehen. Ach jo, jag ich nochmal so einen Dodo. Oh Gott. Oh Gott, warum wackelt die Erde so? Ich hab Angst. Liegt das gerade am Speer? Ist das ein Fehler vom Speer? Ja, ich glaube schon.
Okay, das war gerade ein Fehler, weil so wackelt die Erde manchmal wirklich, wenn große Dinosaurier in der Nähe sind. Deswegen war ich jetzt verwirrt. Doch, es wackelt wirklich irgendwie. Aber an dem kann das nicht liegen. Oder? Ja, vielleicht. Hallo, ich versuche hier gerade was zu zähmen. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Hey. Cool. So, na. Naja, wird schon. Der ist bald durch. Der ist bald gebacken. Du, 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 du. Kaputt. Man kann zum Glück Werkzeuge, die man einmal gecraftet hat, wenn sie kaputt gehen, relativ billig wieder reparieren. Das finde ich sehr cool. Was ist denn das da oben? Irgendein Bär oder so. Oh Gott, ich hoffe, der ist nicht aggressiv. Oh Gott. Geh bloß weg, du blöder Bär. Oh Gott, was kommt denn da hinten? Ach so, das sind Stego. Stego tun sicher nichts. Ah, der ist kleiner, als ich dachte. Ich hau den nochmal mit dem Knüppel ein bisschen. Damit er auch ja weiter schläft, wenn ich mir den mal anschaue. Hallo. Ha. Hier bleiben. Ich will dich zähmen. Nicht ins Wasser gehen, das sind Haie. Ah, oh, dem komme ich nicht hinterher. Na, dann zähmen wir erstmal unseren kleinen Raubsaurier da hinten. Irgendwo. Aber wo? Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo wir den schon wieder hingelegt haben. Ah, auf jeden Fall ist er jetzt gezähmt. Das ist ja mal super. Ich nenne ihn, Kranz, weil er so einen Kragen hat. Kranzwurst. Kranzwurst. Wo ist er denn? Kranzwurst. Ah, da oben. Hallo. Cool. Mein erster gezähmter Fleischfresser. Ist da oben Affe oder sowas? Irgendwie schon, oder? Ich glaube, das ist ein Äffchen. Kann ich den auch zähmen? Hm, auf jeden Fall steckt da ganz schön was ein. Oh, kaputt gemacht, mein Knüppel. Aber er ist benommen. Aber ich kann ihn anscheinend nicht zähmen. Es gibt kein Zähmmenü. Na, wenn das so ist, dann ernten wir ihn eben. Sorry. Ach so, jetzt hat er sich einfach aufgelöst. Ich krieg nicht mal Rohstoffe von dem. Wurde es jetzt ein sinnloser Tod. Tja, dann sammle ich noch einen Stein oder zwei. Naja, warum nicht? So, schauen wir uns den Stego mal noch aus der Nähe an. Ach, ich mag Dinosaurier. Pupi. Nehmen wir mal mit. Riesen. Nee, nur ein mittelgroßer Pupihaufen. Ach, den hätte ich gern gezähmt. Ein Stego war früher so einer von meinen Lieblingsdinosauriern. Den mochte ich einfach irgendwie. Vielleicht wegen seinem coolen Stachelschweif. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich den cool. Na gut. Was haben wir denn hier? Ein Säugetier. Ein ziemlich großes Säugetier. Ist der aggressiv? Nee, ich glaube nicht. Eine Urkuh. Na gut. Bringen wir mal unseren neuen kleinen Zuwachs heim. Zu seiner neuen Familie.
Ah, da ist der wieder. Mensch, den hätte ich gern. Wisst ihr warum? Ich glaube, ich kann schon auf ziemlich niedrigen Leveln einen Sattel für dieses Urschwein bauen. Jetzt stell dich nicht so an. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Wir sind so ein lustiger Haufen. Wir haben so viel Spaß miteinander. Wir sind die besten Freunde. Du musst einfach nur nicht weglaufen. Natürlich, ich bin erschöpft. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen blöden Schwein nicht mehr hinterherjagen. Guck, es läuft sogar schon in Richtung meines Hauses. Ich komme denen nicht hinterher. Wir müssen was essen, ich verdurste sonst. Trinken meine ich. Natürlich, erstmal. Wir müssen was trinken, sonst verdurste ich hier. Schnell, zum Strand. Zum Glück ist hier alles Süßwasser. Da muss man sich keine Gedanken machen. Also ich habe zumindest noch kein Salzwasser gefunden. Man kann alles trinken. Aber, was ich euch gleich mal sagen kann, geht nicht zu tief ins Wasser, denn hier sind überall Piranhas und Haie. Keine gute Idee. Vielleicht irgendwann später in der Zukunft mal, wenn man stark und mächtig ist. Aber bis jetzt würde ich das vermeiden. So. Die Sonne geht unter. Wir gehen mal in unsere Hütte. Hä? Wo sind meine Dodos? Sind die irgendwie durch den Boden durchgefallen? Ist ja schon wie ein Fallout 4 hier. Alles fällt durch den Boden. Ich mach mal das Licht an. Ich nehme erstmal das Fleisch raus. Ach komm schon, Stroh, hier. So. Und jetzt Feuer anzünden. Die Menüs, die wollte ich noch erwähnen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Die Menüs sind echt nicht gut. Nicht gut ist noch nett, finde ich. Das sind halt einfach 1:1 PC-Menüs, die nicht sehr gut auf die Konsole umgemünzt wurden. Muss man sagen. Hey, wo gehst du denn hin? Oh Mann, ich verhungere hier. Essen wir mal einen ordentlichen Batzen Fleisch. So. Momo. Bleib doch hier. Ich habe denen erlaubt, dass sie wandern dürfen, damit sie sich paaren. Aber stattdessen laufen sie irgendwie total bescheuert durch die Gegend. So, jetzt müssen wir Dodi noch irgendwie finden. Wobei Dodi ist angeblich in der Hütte. Aber ich sehe ihn, da unten ist er. So. Haben wir den auch wieder? Dann wird auch kalt oder heiß, je nachdem, wo man ist und um welche Zeit. Alles ganz cool eigentlich. So. Ja, na gut. Hey, ich würde sagen, dann belassen wir es jetzt mal dabei. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch besitzt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Dann können wir vielleicht echt ein kleines Imperium aufbauen, ein kleines Dinosaurier-Königreich. Da hätte ich, glaube ich, Spaß drauf. Ich habe leider nicht so viel Zeit, das Spiel zu spielen, wie ich gern hätte. Ich habe auch noch andere Spiele, die ich simultan spielen muss. Und es ist alles nicht so leicht. Was haben wir denn hier? Ein Ei. Aber das ist ein normales Dodo-Ei, kein befruchtetes Ei. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Naja, genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe... Oh. Ach so, ein Glühwürmchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren wäre wie immer toll. Aber im Grunde wollte ich euch mit dem Video jetzt nur ein bisschen dieses Spiel zeigen. Falls ihr es noch nicht kennen solltet.
ist es einen Blick wert, wenn man über die relativ nicht so schöne Fassade hinwegblicken kann. Also die Kreaturen sehen ja wirklich gut aus. Aber wenn man über die relativ hässliche Landschaft und wie das alles so vor einem generiert wird, wenn man das überblicken hinweg sehen kann darüber, dann ist es, glaube ich, ein sehr cooles Minecraftiges Spiel. Naja, also wie gesagt, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge von was auch immer. Also ich mache jetzt hierzu kein Let's Play erstmal, außer ihr wollt es unbedingt. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von einem Ark-Let's Play halten würdet. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ciao und bis bald. Macht's gut. Ciao.